Hallihallöchen, liebe Leute, hier ist Kaito Darko. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man in Hogwarts Legacy die Synchro umstellt. Denn normalerweise ist es so, dass ihr in den Optionen absolut keinerlei Möglichkeit habt, das Spiel in eine andere Sprache umzustellen. Also egal wo ihr guckt, egal welche Option hier ihr anwählt, ihr könnt die Synchro nicht auf Englisch stellen oder auf eine andere Sprache, die ihr wollt. Ihr habt sie automatisch auf Deutsch, beziehungsweise der Sprache, die ihr eingestellt habt für eure PlayStation 5 Konsole. Hierbei ist bemerkt, ich weiß nur, wie es funktioniert bei der PlayStation 5 Konsole. Ich weiß nicht, wie es funktioniert am PC. Und ich weiß auch nicht, wie es funktioniert auf der Xbox. Hieß hier, es gilt nur für die PlayStation 5 Version. Und wie ihr hören könnt... Hello again, Miss Wolf. Hello again. What can I do for you? Hier ist die Synchro auf Englisch, aber die Untertitel bleiben auf Deutsch. Und das ist manchmal ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel mit der deutschen Synchro nicht zufrieden seid, dann könnt ihr das ganz einfach umstellen. Ich zeige euch das mal kurz. Ihr geht einfach ganz normal in das PlayStation 5 Menü, in dieses Hauptmenü hier. Dann geht ihr auf Spielinhalte verwalten. Und dann habt ihr hier die Sprachdaten. Die Sprachdaten, normalerweise habt ihr die deutschen Sprachdaten installiert. Die habe ich entfernt. Und dadurch wird dann automatisch priorisiert die englische Synchro. In der Theorie kann man das auch mit den anderen Sprachen machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die englische Synchro entfernen, dann haben wir zum Beispiel die japanische Synchro. Das Ding ist halt, ihr müsst halt dafür sorgen, dass das Spiel nicht geöffnet ist, beziehungsweise es schließt sich dann sowieso automatisch. Und das ist mehr oder weniger es. Ja, mehr müsst ihr eigentlich nicht tun. Es ist relativ einfach. Ihr könnt jedes Sprachpaket könnt ihr einfach so runterladen und es dann auch verwenden. Ich entferne jetzt einfach mal das englische Sprachpaket. Und wie ihr jetzt hört, nachdem ich jetzt das englische Sprachpaket deinstalliert habe, haben wir jetzt die japanische Synchro von Hogwarts Legacy. Also, was ganz wichtig ist, ist halt die, was priorisiert wird. Priorisiert wird die Konsolensprache. Das heißt, in meinem Fall wäre das jetzt Deutsch. Wenn ihr aber die Spielinhalte verwaltet und das Englische runtergeladen habt, aber das Deutsche dann entfernt, habt ihr automatisch die englische Synchro. Solltet ihr also die englische Synchro, das Sprachpaket heruntergeladen haben und gleichzeitig jetzt zum Beispiel das Französische oder jetzt in meinem Fall das Japanische, wird automatisch das Englische priorisiert. Mit anderen Worten, ihr müsst, wenn ihr eine andere haben wollt, das Englische priorisieren. Ich weiß jetzt aber nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie das ist, wenn ich jetzt das Japanische drauf lasse, aber zum Beispiel das Französische nehme. Also das müsst man ein bisschen probieren, müsst ein bisschen rumspielen, aber mehr oder weniger war es das eigentlich. Das war es eigentlich im Endeffekt. Und so könnt ihr ganz einfach die Synchro umstellen, ohne die Konsole umzustellen. Falls ihr also kein Interesse an der deutschen Synchro habt oder die nicht so gut findet, dann entfernt die einfach und ladet halt die englische oder halt welche Synchro euch halt eben zusagt. Könnt ihr halt machen, wie ihr möchtet. In diesem Sinne, das war alles von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert für mehr, gebt einen Daumen nach oben, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ich sag nur auf Wiedersehen.